Hier bin ich. Okay, das war jetzt ein Fail. Alter, hallo. Ja, ciao. Nein, die falsche Kapsel. Ich Idiot. Naja, versucht, das war jetzt blöd. Darf ich wenigstens jetzt mit vollen Key angreifen? Oh nein, nicht wieder von vorne auch kommt. Das ist echt nervig. Ich will kurz gucken. Egal, Alter, ich hab Schuh. Gut, ich hab wieder alles. Ich will jetzt meine Kapsel nicht für euch Deppen verschwenden. Ach, Tenshinhan, das ist schön, dass du... Alter, jetzt läuft das nicht mehr so gut, wie im ersten Kampf. Achso, das ist eine Gruppenkraftkapsel. Oh nein, habe ich jetzt... Achso. Nein, ich hab die... Oh no. Ich Depp. Ich bin ein Beppo, bin ich. Ich muss das auch natürlich ausschalten. Wie gesagt. Ja, versucht natürlich, was soll denn der Mist? So, jetzt müssen wir ein bisschen... Wie gesagt, die Kaioken sind jetzt nicht drin. Nein, ich will diesen Bildschirm nicht mehr sehen, diese Sequenz. So, los geht's. So, zack, zack. Für dich. Ja. Ich hab voll getroffen, aber auch egal. So. Da das echte Beppos sind, muss ich hier ein bisschen schneller machen. Auf Wiedersehen. So, nächster. Nixer.
Aber die wehren sich auch nicht. Alter. Gut, ich wehre mich gerade genauso gut wie die. Alter, die haben Schuhe. Und schnell. Entschuldigung, Yamshu, aber ich kann es mir nicht erlauben, nochmal zu verlieren. Gut. Ich war schneller, haha. So, machen wir mit dir schon mal. Dass er mal da so viel quatschen muss. Okay, Son Gohan sollte gleich mal eine Kapsel kriegen. Ja klar, sehe ich gerade, wie er das schafft. Kann ich ihn ein bisschen... Okay, das scheint irgendwie nicht zu funktionieren. Keine Ahnung, warum das in dem Fall nicht geht. Vielleicht kann er auch nicht verlieren. Das wäre sehr schön zu wissen. Ach so, gut. Okay, gut. Da habe ich es mir im letzten Kampf ein bisschen schwierig gemacht. Da hätte ich mir ja gar keine Sorgen machen müssen. Das mag sein. Weiter geht's. いまいち思い通りに動いてくれないわね。 孫悟空の息子だったらなのかしら? あら、またあんた?しつこいわね。腕を上げたようだな。感じるぞ。強大なエネルギーを。そろそろこいつのエネルギーも回収させてもらおうかしら。 お前たちの思い通りにはさせない! Mira, Krieger aus der Zukunft. Ach, wir kämpfen wieder gegen diesen... gegen das Riesenbaby. Warum bist du hier? Wir sind die Zeit-Patrouiller.
前たちの行いを止めるために来た。Was auch immer passiert ist, das war jetzt nicht sehr vorteilhaft, was er gemacht hat. Verdammt!時間の流れから外れた連中、彼らとの戦いは歴史の干渉に当たりません。俺も一緒に戦えます。いいこと思いついたミラ、ここは任せるわよ。おい、どこへ行く。お前、俺だ。一人で俺たちを相手にするつもりか。違ったりさせる。So, der kassiert, der Gute. Ja, aber nicht so. Das war jetzt nicht das, was ich machen wollte, aber naja. Nein, das war das falsch. Auch Mann, ich verwechsel immer das mit dem anderen. Das muss ich noch lernen. Ansonsten hat sich das Kämpfen schon ein bisschen verbessert. So. Natürlich ist aber dieser Move am besten. Ja, aber nicht so. Entschuldigung, Trunks. Der hat jetzt voll seine Ki verschwendet. Verdammt. Was ist denn jetzt passiert? So. Alter. Ich habe das Gefühl, dass Trunks und ich mich ein bisschen im Weg stehen ein bisschen. Aua! Was war das denn? Nein! Egal. Ah, gut. So, noch mal einen Tritt verpassen. Puh! Sehe ich auch so, sehe ich auch so. Gut, dann kehren wir zum Zeitnest zurück. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wie gesagt, Leute, schreibt es in die Kommentare, wenn euch was gefällt oder nicht. Vielleicht kann man ja damit arbeiten. Manche Kritik kann man auch schwer umsetzen, weil es auch so eine Geschmackssache ist, was einem gefällt und was einem nicht. Und an meinen jährlich wiederkommenden Hater. Du machst dir ziemlich viel Mühe für rein gar nichts. Nein, Spaß. Ja, ist schon merkwürdig. Warum, aber das ist, ich denke mal, dass das jetzt allgemein durch die, mein Kanal hat sich jetzt in den letzten Monat, ist ziemlich, ja, von den Aufrufen, von der Wahrnehmung auf YouTube explodiert, muss ich sagen. Ich bin immer noch
Und da kann auch mal hin und wieder vorkommen, dass es da auch Dislikes gibt. Also, wie gesagt, aber das, davon lasse ich mich nicht entmutigen. Wie gesagt, natürlich können auch Leute anhand eines Dislikes heute, ich sag's ja auch, wenn es euch nicht gefällt, Dislikes. Aber am besten sind halt die Sachen, wenn man die auch noch in den Kommentaren reinschreibt. Weil man will sich ja noch verbessern, man möchte auch wissen, ja, woran hat es denn gelegen, und daran bin ich hinterher. Und für die Leute, die, ja, auf YouTube nur beleidigen, ihren Frust ablassen, andere YouTuber, ja, belästigen mit unnötigen Kommentaren, die einfach ihnen nicht weiterhelfen. Lasst es lieber. Das es hilft den Leuten selber nichts, oder eher gesagt, es interessiert ihn auch nicht, den Leuten nicht, denen er das schreibt, was auch gut so ist. Weil man muss sich nicht damit befassen. Aber ich muss sagen, bisher in meinen Kommentaren, das alles sehr freundlich, sehr sachlich und sehr produktiv orientiert ist. Und ich bin sehr froh, dass das so friedlich in meinem Chat abläuft. Natürlich ist es halt auch der Geringfügigkeit geschuldet. Ich meine, je mehr Leute da sind, desto mehr Diskussionen können entstehen, was auch schön ist, aber momentan ist es friedlich und das gefällt mir so. Und wie gesagt, ich versuche immer so gut wie es geht dann auf die Kommentare einzugehen. Mal am Tag, am folgenden Tag oder am Tag danach. Je nachdem, wie ich Zeit habe. Ich glaube, ich habe einmal Kommentare eine Woche später mal beantwortet, weil ich halt einfach zu viel zu tun habe. Deswegen nicht traurig sein, wenn ich nicht sofort antworte. Das benötigt ein bisschen Zeit, aber ich werde sie beantworten, soweit ich darauf antworten kann, es mir erschließt und nicht Unsinniges dasteht. Wie auch immer. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Drainbox Xenoverse. Bis dann!